Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Im September stehen die Zeichen wieder mehr auf Business und beruflichen Einsatz, auch wenn ihr anfangs weiterhin Fernweh habt oder euch nach eurem Urlaub zurücksehnt. Schütze Singles sollten noch bis zum 9. jede Gelegenheit zum Flirten und Daten nutzen. Danach zieht sich Liebesgöttin Venus für eine Weile zurück. Falls ihr in einem ganz persönlichen Anliegen eine Beratung braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Ich trage das hier mit dem Steinbock und für euch Schützen ist das ein wunderschönes Pfeilsymbol als Sinnbild dafür, dass ihr gerne große und ferne Ziele verfolgt. Wie immer erfahrt ihr am Ende des Videos, wie das mit der Verlosung funktioniert, also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne für den September. Alle Infos über eure längerfristigen Tendenzen findet ihr natürlich jederzeit im Jahreshoroskop oder auch in meinem Jahrbuch zum Nachlesen. Und das Jahrbuch und das E-Book gibt es jetzt zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt mit sehr schönen Liebes- und Flirt-Tendenzen. Und in der ersten Woche habt ihr auch noch verlockende Reisesterne. Wenn ihr also noch nicht unterwegs wart, ist die beste Zeit dafür jetzt in der ersten Woche. Der Mondknoten in eurem Reisehaus zeigt, dass ihr weiterhin die besten Chancen habt, jemanden Tolles kennenzulernen, wenn ihr unterwegs seid oder auch wenn ihr euch fortbildet. Es ist auch eine gute Woche, um klärende Gespräche zu führen, falls irgendwo etwas im Argen liegt. Die Sonne steht allerdings schon in der Jungfrau in eurem Karrierehaus und deutet an, dass jetzt wieder fleißig geschafft werden muss. Und wahrscheinlich habt ihr auch Lust, etwas für euer Fortkommen zu tun. Am 6. September geht auch der Merkur in die Jungfrau und am 9. September findet dann der Neumond dort statt und lenkt die Energie und die Aufmerksamkeit auf eure Karrierepläne und eure beruflichen Ziele. Wenn ihr also an diesem Sonntag eine Neumond-Meditation machen wollt, solltet ihr euch damit befassen, was ihr erreichen wollt und wie das vonstatten gehen kann. Der Neumond bildet eine auffällige Konstellation mit Fantasieplaneten Neptun. Deshalb ist es eine gute Zeit, um sich bildlich und in den leuchtendsten Farben auszumalen, was man erreichen möchte. Allerdings steht die Konstellation auch in Spannung zur Schützesonne, ganz besonders für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 8. Dezember Geburtstag haben. Das kann bedeuten, dass manche eurer Vorhaben in der Fantasie stecken bleiben, wenn ihr euch nicht richtig Mühe gebt, sie auch umzusetzen. Außerdem ist es wichtig zu schauen, wie realistisch eure Vorhaben sind. Und dann gilt das Saturn-Motto: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und weil wir diesen Monat einen guten Manifestationsaspekt zwischen Saturn und Uranus haben, gibt es keine Ausrede, nicht mit der Arbeit anzufangen. Am 9. September passiert noch was Wichtiges. Die Venus geht ins Zeichen Skorpion und damit in euer 12. Sonnenhaus des Rückzugs und der Spiritualität. Dort wird sie aufgrund ihrer Rückläufigkeit im Oktober bis Mitte November bleiben und dann nochmal den Dezember über. Das ist wunderschön für alle Schützegeborenen, die spirituell arbeiten oder als Heiler tätig sind, denn es betont die liebevolle Zuwendung zu euren Klienten und überhaupt die Liebe zu eurer Arbeit. Außerdem empfindet ihr Freude daran, in euch zu gehen und in der Stille zu genießen. Und schließlich und endlich wird sich die Venus dort ja auch noch mit Jupiter treffen, also eurem Herrscher. Schwieriger kann die Konstellation für die Schützen und vor allem die Schützen-Aszendenten werden, die auf der Suche nach einem Partner sind oder in der Liebe etwas in Gang bringen wollen. Denn die Kräfte der Venus sind dann gewissermaßen versteckt. Das kann auch bedeuten, dass die Liebe sich heimlich abspielen muss, zum Beispiel weil ihr eine Affäre habt, in die noch eine dritte Person verwickelt ist oder weil ihr selbst fremd flirtet. Und schließlich kann es auch heißen, dass die ganze Sache sich mehr nur in eurer Fantasie und in eurer Vorstellung abspielt, als eben dann in der Wirklichkeit. Vom 9. bis zum 18. September gibt es am Himmel viele Spannungsaspekte mit der Venus. Unter anderem vor allem mit Mars und Lilith. Der Mars ist dann ab dem 11. auch wieder im Wassermann. Und das könnte für euch heißen, dass ihr mit Menschen zu tun habt, die schwierig oder unberechenbar sind, vor allem aus dem Kollegenkreis, aber auch die Nachbarn könnten Probleme machen.
Wenn ihr mit Worten arbeitet, zum Beispiel als Blogger oder in der Werbebranche, könntet ihr euch unverstanden fühlen. Und wenn ihr eine heimliche Affäre am Laufen habt, kann diese in der Zeit auffliegen oder auf andere Weise Probleme bereiten. Ihr seht, um die Mitte des Monats herum lauern einige Fettnäpfchen auf euch. Aber die Spannungen legen sich dann ab dem 19. langsam wieder. Und dann seht ihr auch wieder klarer. Am 23. September morgens um 3.54 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in Begleitung von Merkur ins Zeichen Waage. Das ist dann auch der offizielle Herbst, ein Anfang. Und ihr verspürt dann wieder mehr Leichtigkeit und die Stimmung steigt. Die Sonne aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer kosmisches Freundschaftshaus. In dieser Zeit solltet ihr eure Freundschaften pflegen und bekommt bestimmt auch viele Einladungen. Diese 4 Wochen sind auch gut für Business-Kontakte und Netzwerkaktivitäten, die euch beruflich voranbringen. Am 25. September haben wir den Vollmond in den Zeichen Waage und Widder. Der steht günstig zur Schützesonne. Ihr könnt dann neue Kontakte knüpfen und selbst wenn ihr vollmondmäßig nicht schlafen könnt, habt ihr im Job viele gute Ideen und könnt in Meetings mit ausgefallenen Vorschlägen glänzen. Allerdings zeigt der Vollmond ein gewisses Frustpotenzial, was eure Finanzen angeht. Also gebt in der Zeit nicht zu viel Geld für Spaß und Party aus. Bis zum Monatsende beruhigen sich dann die Konstellationen wieder. Und die letzten Tage dürften für euch recht angenehm verlaufen. Wahrscheinlich mit einer netten Einladung am Wochenende vom 29. und 30. September. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.